Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Der Typ will es jetzt echt wissen. Wie soll ich jetzt da hochkommen? Ich habe noch zwei Pfeile. Ich habe nur einen Pfeil. Oh. Aua. Ich muss. Ja. Aua. Oh cool, ich habe eine festgehalten. Nein, würdest du die... Hatte ich jetzt mich erwischt oder ihn? Ich glaube mich. Oh, was ist... Nein, was ist das denn? So, und nun? Aha, das tut mir nicht. Oh, oh. Das ist ein bisschen gefährlich, was du da tust, mein Freund. So, ich drück dir jetzt einfach deine eigene Kugel ins Gesicht. Hat ihm das überhaupt was getan? Oh nein, jetzt wird er sie wieder werfen. Jetzt wird er sie wieder werfen. Nein. Ich muss mir eine schnappen können. Ich muss mir eine schnappen können. Ich muss mir eine schnappen können. Komm und schnapp sie dir! Stahlkugeln! Das hast du gespürt, ha? Komm, hau auf ihn ein! Komm, hau auf ihn ein! Oh ja, immer schönes Popolöchchen. Löchchen! Oha, 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 oha! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, das überstehe ich nicht, das überstehe ich nicht. Ja. Ich sollte mich vielleicht kurz heilen. So. Na komm, dann schmeiße deine Kugel. Na, jetzt kommt das wieder. Schaffe ich das, schaffe ich das, schaffe ich das? Ja, ich hab's geschafft. Ich muss ein bisschen näher ran. Hallo. So, und jetzt? Wo ist er hin? Ah, da bist du. Puh. Oh, jetzt hör doch mal auf. Nein, lass das. Hasenfuß-Taktik. Also der macht es uns echt nicht leicht. Leider keine Pfeile mehr. Ich werde ihm jetzt einfach direkt eine klauen. Oh, oh, oh. So, könntest du mich jetzt bitte wieder normal angreifen? Hör auf zu beten. Ah ja, danke schön. Okay. War leider daneben. War auch daneben. So, jetzt aber hier. Nein, wo sind die hin? Oh nein. Komm schon. Oh nee, oder? Oh. Hier, boing. Boing. Au. Wie, was, was? Hallo? So, okay, warte. Wenn die so auf mich zukommt,
werde ich eine blocken. Komm schon, auf, auf, zu. Aber du musst stärker hauen. Ich kann dich blocken. Stoppen. Stopp. Jetzt kommt der wieder. Also na los, dann komm. Daruks Schild. So, na also geht doch. Hat das Masterschwert wieder Kraft? Nein. Drei Folgenkampf oder wie? Los, komm hier, komm, schieß doch. Komm. So, jetzt aber diesmal richtig, komm. So, die nächste Waffe hin. Da müssen wir weiter hier. Was nehmen wir jetzt? Gerudo-Lanze. Oh, was war das denn? Aha, jetzt können wir nicht mehr fliegen, hä? Sind wir wohl geschwächt, hä? Au. So, noch ein bisschen durchhalten. Nachkommen lief das Gebiet. Was ist das? Oh. Was halten hier für welche? So, tschüss. Tschüss. Die kannst du getrost behalten. Jetzt musst du noch ein bisschen durchhalten. Danach ist Mifas Gebet wieder da. Ja. Daruk Schild. Ah, dann komm. Komm, haut drauf, haut drauf. Jawohl, Mifas Gebet. Warte mal, was haben wir noch? Hier, den. Mifas Gebet hab ich geheilt. Ha, ha, ha. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, ich hab kein... Oh, ich hab kein Schwert mehr. Aha, oh, das ist ein bisschen ungeschickt. Aha. Nein, warte, nein, aber ich hab doch da auch. Nein! So, er kann mich, glaube ich, nur mit dem einen Bein angreifen. Au, okay, er ist, nutzt auch nur das eine Bein. Aua. Was ist das? Echt jetzt? Dankeschön, Dankeschön. Nur kein Applaus, ja? Du hast alle meine Zweifel ausgeräumt. Du bist ein wahrer Held. War das nicht von Anfang an klar? Und damit ist dieses uralte Wunderwerk für dich bestimmt. Ich kriege eine Waffe. Eine Waffe? Raumschiff. Ha, 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 ha.
Schiekerstein erkannt. Datenübertragung beginnt. Was wird mir denn übertragen? Gucken. Das ist das Moped. Ich meine hier, keine Panik, Papa. Ich gehe mit dem Moped auf Schnupperradar. Schnuppermoped auf Schnupperradar. Eponator Zero. Eponator Zero aktiviert. Gib Materialien in den Tank, um das Fahrzeug mit Energie zu versorgen. Du kannst es jederzeit aktivieren, allerdings nicht in jedem Gebiet. Ein neues Modul wurde aktiviert. Ja, geil. Jetzt habe ich das Fahrrad. Es ist Moped. Was du erhalten hast, ist ein Wunderwerk der Technik. Gemacht für einen wahren Helden. Geil. Held von Hyrule, möge die Göttin Helia dir beistehen. Ja, die Spritkosten nicht zu hoch werden, ne? Gib Materialien da rein. Was soll ich denn da reinpfeffern? Und gibt's eine Materialie, die ich reinpfeffern kann, damit's einen Boost kriegt oder extra... Joa, ist das putzig? Durch so kleines Moped. Ja, das nenne ich mal fest, du. Ist die schnuckig. Oh, wie putzig. Nimm den großen Titan, ein kleines Mofa. Ach nee. Na, kennst mich wieder. Wegen dir bin ich gestorben und das Dunkellink zurück, um dich zu quälen. Hm? Oh, du bist's. Geht das nur mir so? Du wirkst auf mich noch beherzter, als du es zuvor schon warst. Das liegt daran, weil ich tot bin. Ich bin ein Geist, ein Poltergeist, ein gestolperter Poltergeist. Gepolter die Polter. Ich kenne das perfekte Licht für jemanden wie dich und würde es dir gerne vorsingen. Nein! Was? Nein! Halt die Klappe, nein, es wird nicht mehr gesungen, nein! Ach komm schon. Das unvollendete Lied meines Meisters, von dem ich neulich sprach. Oh. Ich habe endlich die grundlegenden Verse vervollständigt. Hm. Wir stehen so weit oben, der perfekte Ort, um dieses Lied vorzutragen. Alle bitte Watten in die Ohren stopfen. Es geschah vor 100 Jahren. Von hier aus kannst du Schloss Hyrule sehen. Die Zeremonie zu Ehren der auserwählten Sechs trug sich genau dort zu. Vier Recken plus Link plus Zelda sind sechs. Oder gibt's noch einen geheimen Charakter? Zug? Also nun höre. So höret weg. Die Ballade der Recken. Ich muss kacken! Entschuldigung. Krieger von Hyrule, ihr habt euch alle fünf dazu bereit erklärt, eine lebensgefährliche Mission auf euch zu nehmen. Ich danke euch. Vom heutigen Tage an seid ihr die Recken von Hyrule. Tragt eure Gewänder mit Stolz. Ihre blaue Farbe ist seit alten Zeiten das ehrwürdige Symbol unseres Königshauses. Die Idee, euch diese Gewänder zu verleihen, stammt von meiner Tochter Zelda. Dich, meine Tochter, möchte ich darum bitten, die Pflicht zu erfüllen, die dein königliches Blut dir auferlegt. Führe diese wackeren Recken in den Kampf. Beschütze Hyrule und besiege die Verheerung Ganon, damit unser Land eine Zukunft hat.
Ich dachte schon, wir müssen den ganzen Tag da stillstehen. Das ist also der Shika-Stein. Er steckt bestimmt voller praktischer Funktionen. Aber leider übersteigt diese Technik unser derzeitiges Verständnis. Eine Funktion hat die Prinzessin mir schon mal vorgeführt. Das Ding, das macht Bilder, die aussehen wie im echten Leben. Wirklich? Das würde ich zu gern mal sehen. Prinzessin? Also, würdet ihr mir das einmal zeigen? Gut, dann machen wir mal ein Bild von euch. Seht bitte alle den Shika-Stein an. Daruk, kannst du dich nicht etwas kleiner machen? Du fällst mal wieder komplett aus dem Rahmen. Gut. Was ist denn das für eine Trauermine, Prinzessin? Ihr dürft ruhig lächeln. Revali, steh doch nicht so weit abseits. Was für ein Staatsakt. Mipha, nicht so steif. Atme mal ganz tief durch. Ja. So, alle bereit? Guckt alle hierher. Bitte recht freundlich. Katschika! Oh, ist das schön. Eine wunderbare Erinnerung. Aber wo ist das Foto hingekommen? Ach stimmt, der Shika-Stein wurde ja, glaube ich, auch gelöscht. Nach diesem Ereignis nannte man sie die Recken. Mein Meister sagte immer, man solle Lieder so schreiben, dass der Zuhörer sich in die Ereignisse hineinversetzt fühlt. Nach der Reise, die ich unternahm, weiß ich endlich, was er damit meinte. Da fällt mir ein, ich fand dies, als ich die Dokumente meines Meisters durchsah. Und ich dachte mir, nun, du bist derjenige, der es haben sollte. Dein Heldenmut erinnert mich an den unbeugsamen Willen der Recken. Bild der Recken, ein Bild mit Zelda und den fünf Recken nach der Nennungszeremonie im Schloss Hyrule. Kashiwa gab es dir, nachdem er die Ballade der Recken fertiggestellt hatte. Ach schön, ja, ich hab's Foto gekriegt. Oh. Möge die Seelen der Recken, die über Hyrule wachen, in Frieden ruhen. Link. Link. Zelda? Hilda? Link. Ich habe jeden Schritt deiner Reise verfolgt. Du hast schwierige Prüfungen hinter dich gebracht. Nun solltest du bereit sein. Ja. Du bist nun gewiss bereit, dich der Verheerung Ganon zu stellen. Gewiss. Ja, aber irgendwie möchte ich das nicht. Die Ballade der Recken geschafft. So, jetzt erstmal hier direkt. Zack. Oh, mein Moped. Aufsteigen. Zielerfassung, Bremsen, Beschleunigen. Oh, warte. Nein, hat es hier keinen Rückwärtsgang? Ah, ich kann... Oh. Weil ich will ein bisschen mehr Anlauf holen. Weil ihr alle wisst, was jetzt kommt. Ich kann fliegen, ich bin der König der Welt hier. Woo! Boah, mir ist nicht mal was passiert, oder wie? Oh, oh. Vorsicht, Entschuldigung, darf ich mal eben kurz? Oh, oh. Bäume, hier sind überall Bäume. Warum sind hier überall Bäume? Ah, ah, ah. Oh, Vorsicht, kleiner Krog.
Ich fahre gerade das erste Mal. Oh, ist das Ding cool. Wow. Ja, jetzt sollen mal ein paar Bockblind kommen hier. So, wartet, ich komm runter. Oh, so. Harte Landung. Zum Glück hat Link nur kleine Deku-Nüsse. Oh, ist das cool hier. Oh, nicht ins Wasser fallen. Nicht. Da vorne sind Pferde. Wer braucht schon Pferde? Ich hab ein Moped. Miep, miep, miep. Vorsicht, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Pferdchen. Aber jetzt kommt ihr mir nicht mehr davon. Ich kann springen. Ja, geil. Direkt den nächsten Hubbel finden und drüber springen. Oh nein, Wasser, 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 Wasser. Oh. Da ist ja Wasser drin. Wasser, Wasser drin. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Warte mal, was war denn das? Das sieht nicht normal aus. Was ist denn das? Was ist denn das, bitteschön? Ich habe gerade keine Pfeile. Warte mal, ich habe bestimmt irgendwas, was ich werfen kann. Den Eisenhammer vielleicht. Hier ist er. Aha. Ja, geil. Ui, du hast mich entdeckt. Krocksame. Nein, jetzt habe ich wieder neun. So, wo ist mein Hammer hin? Hier, brauche ich wieder. Wo ist mein... Ich habe das doch hier abgestellt. Komm wieder her. So, weil jetzt will ich noch was anderes versuchen. Hier, hör ab. So, weil jetzt holen wir uns noch... Hier, wo war das? Hier. Jetzt holen wir uns nämlich noch Wolflink dazu. Hi, Wolflink. Na los, komm. Map. Kommt er hinterher? Ja, cool. Total. Hast du den Wolf wieder umgelegt? Den Fuchs wieder umgelegt, Wolflink? Woho. Ja, geil. Ich kann zuhauen, alles hier. Habe ich gar keine Ahnung, wo wir hinwollen. Das muss ich jetzt auch mal nachgucken hier. Tagebuch. Besiege Ganon. Gerudo-Turm, worauf der Schatten weist. Kashiva. Scheint Himmelslicht im Nordwesten hell an der Turmschattenspitze. Mit Mut schießt ein Pfeil in des Lichts Quell, damit die Heldenprüfung sich auftut. Gerudo-Turm von Kashiva gehört hast, müsstest du einen antiken Schrein finden. Die haben wir noch nicht gemacht. Achso. Ah ja, da würde schon, sonst würde da stehen. Das Ornilied, das alte Tagebuch. Da hinten. Okay, dann gehen wir doch dahin. Komm, hier lang. Es hat sogar Licht, ey. Komm. Komm, Wolfleck, komm. Ich werde mich nicht mehr teleportieren ab jetzt. Ab jetzt alles zu Fuß. Oh, guck, das sind Bockblinds. Wolfling? Ah, der kommt. Du bist ein bisschen alt und müde geworden, hä? Hey, Jungs, alles klar? Oh. Okay, das war nicht so geschickt. Warte. Tschüss. Komm her. Ich überfahre dich einfach. Du bleibst schon hier. Oh, wie schön. Hey, lasst Wolflink in Ruhe. Ich schub's euch ins Wasser. Oh, oh, oh. So, warte. Bremsen. Na dann komm her. Komm, komm. Man.
Oh, wie schön. Da vorne können wir uns direkt dann noch was kochen. Ja. Komm her. Ich bin Sir Lancelot mit seinem treuen Elektrogetier. Mit seinem antiken Pferd. Hank. Erstmal ein bisschen Dampf ablassen hier. Vorsicht, Wolfling. Du musst ein bisschen aufpassen, wo du hinrennst. Okay, ja, es tut mir leid. Ich werde wahrscheinlich die nächsten paar Folgen nur noch mit dem Moped rumfahren. Und ich habe keine Pfeile. Ich muss mir unbedingt irgendwie ein paar Pfeile besorgen. Komm schon, Wolfling. Mach mir die platt. Los. Na dann komm, komm. Mann, macht das Spaß, ey. Hätte mir nie gedacht, dass das so Spaß macht. So, warte, ich komme mal eben schnell zu dir hoch. Hi. Bye. Ich brauche aber eine stärkere Waffe. Hier, da, so. Haha, das kannst du vergessen hier. Komm, den prügeln wir zusammen. Mann. Das hat vielleicht Spaß gemacht. Alter, ich könnte das den ganzen Tag tun. Link hat was richtig Cooles gekriegt. Du, Link, das ist voll fest, das macht voll Spaß. Oh, warte. Jetzt kann ich die einfach überfahren, wenn sie mir auf den Sack gehen. Und ich meine, das tun Bockblinds immer. Warte mal, hier ist doch noch irgendwo was. Ich höre es doch. Oder auch nicht. Mifas Gebet ist bereit, wenn Oh, hi, Mifa. Ja, danke schön. So, geh mal weg da. So, dann können wir hier noch kurz ein paar Sekunden kochen. Ich koche vor Freude. Und zwar machen wir einmal diesen hier in die Hand. Dazu nehmen wir, was ist das? Nein. Einmal hier Salz. Eine Maxi-Rübe, Rüstgras und Prinzessin Enzian. Luxus-Schmorbraten. Oh. Ein aufwendiges Gericht, bei dem nicht mit gegrilltem Fleisch und hoher Güte gegeizt wird. Gegeizt wird. Krieg schon wieder Hunger. Äpfel. Ich habe mal gehört, dass wenn man 5 derselben Sorte in den Topf gibt, dass das auch ein gutes Gericht wird. Also ein sehr gutes Gericht wird. Kochobst. Boah, das ist jetzt... Ja, das ist für viel voll nicht schlecht. Aber ich will was Besseres. Ich will... Fleisch. So, wenn wir das alles hier reinwerfen. Fleischspieß. Oh, ist auch nicht schlecht. Hier. Einmal so. Ein Salz, 2 Nüsse und eine kleine Maxi-Rübe. Eine kleine Maxi-Rübe. Maxi-Schmorbraten, volle Heilung plus 3 Herzen. Das machen wir doch gleich nochmal, aber diesmal mit Geflügel.
Luxusgeflügel. Was war das? Einmal Salz, zweimal hiervon und einmal davon. Einmal kochen, bitte. Maxi Luxus-Schmorbraten. Oh, ist das schön. Hey, Wolfling. So, jetzt habe ich gar keine Ahnung, was wir in der nächsten Folge tun werden. So, wir haben die hier noch. Schreine. Das Rätsel des Ornilids, das alte Tagebuch. Die sieben Kriegerinnen und schweigende Statuen, worauf der Schatten weist. Okay. Müssen wir da mal gucken, wie wir wo da hinkommen und wo wir hin müssen und so. Ja, es gäbe natürlich schon die Möglichkeit, sich hierhin zu teleportieren. Aber am liebsten würde ich hier hochgehen. Um ganz ehrlich zu sein. Naja. Warum wird mir das hier so angezeigt? Soll ich mal zum Akala-Institut gehen, oder wie? Ja komm, wir können ja da mit dem Mofa hochfahren. Wir tun das mal eben. So viel Zeit nehmen wir uns jetzt einfach noch schnell. Hölzerwaffen Waffen oder Schilde können Feuer fangen. Lege sie schnell im Menü ab, um die Flammen zu löschen. Genau, einfach in Jutesa. Da ist das kleine Moped. Ich finde das voll süß, dass sie das in den Ladebildschirm eingebaut haben. Wirklich. Echt jetzt. Wirklich. Dürften ruhig noch ein paar mehr Sachen sein. So. Wo lang? Da hoch, glaube ich. Ja, da oben. Gut, jetzt wird nochmal laut, weil wir fahren jetzt hoch. Ups, Entschuldigung. Doing. Ich kann sogar auf einem Rad fahren. Ich fahr auf einem Rad den Hügel hoch. Ja, du. Bis du mich im Visier hast, bin ich schon lange wieder weg. Oder auch nicht. Ja, doch. Link ist da, Link ist da. Hallo, hallo, hallo. Ah, ist schon cool. Ist richtig cool. So, dann gehen wir hier doch mal rein. Hallo. Was bist denn du für einer? Robelo. Uff. Wenn du Link wärst, dann gab es etwas, das ich dir sagen muss. Kannst du irgendwie beweisen, dass du der echte Link bist? Guck mich an, ich bin schwarz und hab rotleuchtende Augen. Wunde an deinem Körper zeigen, die vor 100 Jahren erlitten hast. Wie soll ich denn das machen? Aha. Ich glaube, ich weiß wie. Nur weiß ich nicht, ob mir dieser Vorschlag gefällt. Wir müssen ihn nackt machen. So besser? Genau, dein Körper trägt unzählige Narben, ich erinnere mich. Die meisten sind gut verheilt, aber sie stimmen mit den Verletzungen überein, welche die Verheerung dir zugefügt hat. Gut, du bist wohl wirklich der echte Link. Dann sollte ich mich auch einmal vorstellen. Ich bin eine Koryphäe der Wächterforschung und Direktor des Akala-Instituts. Dr. Romelo! Echt jetzt? Ich bin beeindruckt, dass du es bis zu diesem entlegenen Ort geschafft hast. Hast du die alte Pura schon besucht und sie um ihre Hilfe gebeten? Pura ist ein Kind. Aha, Pura hat ein Kind? Pura wurde verjüngt. Was? Sie ist jetzt ein Kind? Wirklich? Im Ernst? Das sieht ihr wieder mal ähnlich. Ich nehme an, das war ein fehlgeschlagenes Experiment. Sie hat schon immer etwas unkonventionelle Methoden. Aber zurück zum Thema.
Ist dir bewusst, dass die Verheerung gerade neu erstarkt? Ja, ich weiß. Dann brauche ich dir also nicht in allen Einzelheiten zu erklären, was hier passiert ist, oder? Nicht nötig. Gut, weil die Geschichte kennen wir schon tausende Male. Jetzt bist du an der Reihe. Du musst mit uns, Sheikah, zusammenarbeiten. Zerstöre die Verheerung! Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein. Ich wünsche euch jetzt noch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, hör auf mit dieser E-Gitarre. Sag mal.